und herzlich willkommen im Einzelzimmer in Jastalsprung in Otterje. Ja, Otterje war ja total nutzlos. War ja sowas von nutzlos. Jetzt müssen wir mal einen neuen Plan erarbeiten. Aber erstmal müssen wir schlafen. Ariel hat kaum noch, ne? Warte mal. Ja. Nee, ja. Wir schlafen mal 12 Stunden. Und es ist ja super, ne? Wie wenig die Astralenergie hier. Ist traumhaft. Wie seid ihr überhaupt drauf? So. Super, seid ihr drauf, merke ich. Und werdet es kaum glauben, ne? Werdet es kaum glauben. So, wir müssen jetzt trotzdem mal schauen. Wie geht die Reise weiter? Tja, Otterje, das war ja wohl nichts. Nicht wirklich, nicht wirklich. Wir könnten natürlich wieder zurück zu dieser Herberge. Naja, schon. Doch, schaut, Clarissa, ja? Schau mal nach. Ja, ich bin schon dabei. Jürge Dorfinson in Skjall. Das scheint nicht weit von hier zu sein. Ja, dann würde ich doch... Ja, dann würdest du sagen, wir gehen nach Skjall. Und... Ja, und dann... Ja, Ariel? Tja, wir könnten dann nochmal nach Wildenheim zurück. Warum? Clarissa? ja, Moment, ich schaue ja schon. Da soll es irgendeine Erika geben, oder? Nein, wie heißt die? Moment mal. Die Süße. Die Erika. Die, Ansgar dort hier. Da wurde gesagt, da ist irgendwas faul. Das habe ich mir so aufgeschrieben. Keine Ahnung warum. Tja, ich weiß es auch nicht, aber... Nun gut, dann scheint's ja eine beschlossene Sache. Wir reisen weiter nach Skjall. Und dann zurück nach Warnheim. Oder, wenn's dann schon ein bisschen wärmer ist, man weiß es ja nie, könnten wir auch mal über Ribon durch die Berge nach Tos. Ja, lasst uns nicht so weit vordenken. Ich denke, Skjall ist der nächste Punkt. Das ist schon gut. Na gut. Wenn ihr das sagt. Haben eigentlich hier alles geh- und verkauft. Ja, das Schwert behalten wir mal. Jede Menge dieses rohen Fleisches. Und wie viel haben wir Salz? Ich glaube, für den Braten, was hätten wir da gebraucht? So, diese blöden Gewürze. Und nochmal zweimal frisches Gemüse. Und hier gibt es ja irgendwie keinen Kräuterhändler, ne? Alles klar. Alles richtig, alles klar. Und wartet mal, Rockloff, du hast keine Steine, richtig? Okay, dann ist ja perfekt. Dann ist doch alles perfekt. Ja, dann würde ich sagen, auf geht's. Na dann. Reisen wir und schauen, was passiert. Ja, reisen wir. Boah, es ist ein blödes Wetter hier. Ne? Ich muss es immer wieder sagen. So, wir gehen nach Skjall. Skjall an einem kleinen Hafen. 350 Einwohner. Denkt ihr, dort ist irgendwie ein... Na gut, wir könnten dann mal nach Bremen runde zumindest. Es ist immerhin ein Ort von 2300. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir am Ende nicht in Zeitnot geraten. Ihr wisst, ich bin da ein bisschen langsam spielend.
Aber okay. Sind auf dem Weg. So, dann auf geht's. Sehr schön machst du das. Aber kein Wasser hast du gefunden, meine Freunde. Das ist schon mal schlecht. Wasser sollte man finden. Rockloff. Geh mal Kräuter suchen. Wieso findest du eigentlich keine Kräuter? Das würde mich echt mal interessieren, warum du so schlecht bist. Ein Kräuter suchen. Haben die eigentlich die zwei... Wartet mal, oder hast du das in deinem Esel? Jo. Ja, du hast nur ein Bier. Soll sich das da teilen, oder? Eieiei. Ey, was macht ihr an meinem Esel? Nichts. Na doch, hier. Ich hab's gefunden. Dann schnell weg. Aber was? Kann ich nicht. Und weg sind die beiden. Ach Mann. Dann werde ich wohl hier noch ein bisschen meinen Gedanken nachhängen. Oh, ist ja traurig, ne? Dex. Unser Dex. Wird ganz allein gelassen. Was haben die beiden? Die saufen ein. Ja. Na komm, reich mal rüber. Reich einfach mal rüber. Ja, ja. Hier. Einen dicken, großen Schluck nehmen. Ja, ein gutes Bier ist das. Allerdings, wir haben nur eins. Wir haben tatsächlich nur eins. Könnte mich ja nochmal hinschleichen. Vielleicht hat er ja noch was in seinem Esel. Ja. Ich weiß nicht, ob du so der große Schleicher bist. Oh, unterschätz mich nicht. Ich probier's. Okay. Da bist du ja wieder. Und? Fündig geworden? Natürlich. Ein Zwerg wird immer fündig. So. Hier, ich habe noch einen Wein gefunden. Na, dann, lass uns anstoßen. Na dann, achso, halt, das muss ich auch noch hier wegsaufen. Oh, von Zwein, bist du betrunken? Meine Güte. Du, komm. Oh, was ist? Sag mal, ich muss immer wieder an den Tempel des Namenlosen denken. Was ist denn da gewesen? So, und noch ein Schluck dazu. Denn der Zwerg lebt nicht vom Wasser allein. Nicht so laut. Dex. Wollten wir Dex nicht eigentlich einladen? Ja, eigentlich schon. Aber ich weiß nicht. Manchmal kann ich einfach seine Art nicht ab. Oh, aber er hat uns schon einige Male geholfen. Ja, das ist richtig. Ein bisschen ein schlechtes Gewissen habe ich schon. Naja, ich glaube, wir saufen uns hier gerade unser schlechtes Gewissen weg. Ja, glaube ich auch, doch du scheinst abzulenken. Abzulenken? Ich lenk nie ab, ich lenk immer ein. Ja, schon. Ich möcht's trotzdem wissen. Du hast gesagt, du erzählst mir vielleicht einmal die Geschichte. Warum hast du so diesen Namenlosen? Nun, hast du nicht jeder?
Na, jeder nicht. Ja. Ja. Nun gut. Ich will's dir mal eventuell erzählen. Ein andermal. Nee, jetzt, ne? Ja, jetzt. Ich bin ja schon dabei. Kennst du überhaupt die Geschichte des Namenlosen? Naja, so ein bisschen. Also, irgendwie scheint er einen Streit mit den Göttern gehabt zu haben. Ja, so kann man es wohl sagen. Nämlich, er verdarb das vierte Zeitalter. Das Zeitalter der Trolle. Verdarb? So richtig weiß ich auch nicht, was damit gemeint ist, aber er hat's gemacht. Und das fünfte verdarb er gleich noch mit, denke ich, ja. Und dann? Ja, und dann wurde er von den Göttern besiegt. Ja, dann scheint ja alles in Ordnung gewesen zu sein. Er wurde wieder irgendwie wurde er wieder befreit und wiedererweckt. Und wie das eben so bei Göttern und Halbgöttern und irgendwelchen Dämonen und was auch immer es hier gibt, ist. Aha. Ja, es war allerhand los in der Zeit vor Prosperans Fall. Ich meine, ich bin ja auch schon einige Jahre alt, ne? Mein Vater, der war 500 Jahre alt. Ein Weiß der Angrosch. Hohes Alter. Ich glaube kaum, dass ich einen Zwerg kenne, der so alt geworden ist. Und du? Wie alt bist du? Ich habe schon auch meine Jahre auf dem Buckel. Ja, der Namenlose. Viele haben ihn angebetet. Viele hat er verdorben. Tja. Was? Erzähl doch. Du kennst doch die Zyklopeninsel. Ja, natürlich. Grimring. Oder, ja. Die Klinge, sie wurde doch dort geschmiedet. Dort lebte mein Vater. Tja, ist schon einige Jahrhunderte her. Einige Jahrhunderte. Er lebte dort als, der Archon Rhafan von Pylos, dort der König war, auf dieser Zyklopeninsel. Und? Grom, sprich's aus. Nun ja, er hat alle Praios-Gläubigen hinrichten lassen. War dein Vater nicht? Nein, er war Praios-gläubig. So, wie ich. Obwohl ich doch Svafnir zu meinem Schutzgott auch zähle. Ja, er war Praios-gläubig. Er wollte der beste Schmied aller Zeiten werden. Aber, nun ja, er wurde von diesen durchgetreten Archonten ermordet. Und dieser Archont? Ja, er betete zum Namenlosen. Wie ging's weiter mit diesem Archonten? Ihm traf das rechte Schicksal. Am nächsten Jahrestag dieses Massakers ging sein Palast in Flammen auf. Doch sagt man, dass er nicht umgekommen ist, sondern als Kind der Finsternis weitergelebt hat. Und so eine Reihe dieser Kinder der Finsternis geboren worden. Und unser Volk traf vieles. Von diesem Namenlosen. Zum Beispiel die Brillantzwerge. Was ist mit ihnen? Sie wurden aus den Trollzacken. Sie wurden herausgetrieben. Ich weiß nicht genau, was dahinter steckte. Ich kenne die Geschichte nicht genau. Aber es scheint doch auch hier der Namenlose im Spiel zu sein. Und er wird stärker. Hast du es gesehen in Talsbota? Ja, ich hab's gesehen.
Ich hab's gesehen. Wohin wurden sie vertrieben? Die Zwerge, die Brillantzwerge. In die Beilunker Berge dort. Dort haben sie weiter ihr Leben gelebt. Ich will nicht mehr davon reden. Ich möchte jetzt auch nicht dran denken. Los, trinken wir noch aus und schlafen dann. Na denn, darauf, dass wir diesen namenlosen Tempel dem Erdboden gleich gemacht haben. Naja, die Statuen auf alle Fälle. Da stoße ich doch an. Ja, ganz schöne. Also, Grom ist ganz schön. Der hat eine ganz schöne Geschichte hinter sich, ne? Wenn man es mal recht bedenkt. So, dann würde ich sagen, wir schlafen 6 Stunden. Oh, der Grom ist wirklich aufgewühlt. Grom ist heute irgendwie völlig aufgewühlt. Leute, irgendetwas beobachtet uns. Ich fühle deutlich diesen starren Blick im Nacken, oder? Ich weiß nicht recht. Und tatsächlich, nach 2 Stunden gemeinsamer Suche entdecken wir einen dicken Uhu im Baum über unserem Lager, der neugierig auf uns herabsieht. Oh Grom, schlaf deinen Rausch aus. Ein Uhu ist... Beobachtet mich, schaut hin, sein eines Auge triefend, rot, vielleicht ein Diener des Namenlosen. Ulvai, was denkst du? Leg dich hin! So, wir reisen. Na, da haben wir wieder... Da haben wir ja wieder gut Astralenergie aufgefüllt, ne? Am Wegesrand erkennt ihr eine windgeschützte Stelle. Warum nicht? Warum eigentlich nicht? So, wir lassen erstmal Kräuter suchen, solange es noch hell ist. Immerhin 2 Steine und eine Nuss. So, probier mal ein bisschen Wasser zu finden. Boah, schon wieder denn hier ins Wasser. Das ist ja echt übelst. Wie viel haben wir denn noch in unseren Säcken? 2 Rationen. Und hier? 2 Rationen. Ja, geht noch. Geht noch? So, pack du mal jetzt hier dein Fleisch weg. Also, Fleisch haben wir ja nun genug, ne? So, und dann gehen wir nochmal zu Rockloff. Der isst sein Bonbon. Nimmt sein... Und die Nüsse können wir noch hier mit drauf machen. Okay, so. Der isst sein Lakritz. Nett. So, und dann können sie eigentlich weiter schlafen. Ach ne, Rockloff wird mal... Ich versuche mal wieder mein Ritual. Ja, versuch mal. Ach so, schade. Hoffentlich denken wir nachher nochmal dran, ne? Die regenerieren überhaupt nichts an Astralenergie. Was schon schlimm genug ist, ne? Ganz schön weite Reise, ne? Euer Anführer fordert euch auf, stehen zu bleiben. Moment. Am Boden ist eine schwache Fährte zu erkennen. Es wird langsam dunkel, doch... Die Fährte, ich würde sie gern genauer untersuchen. Die Spur ist nicht sehr deutlich. Es sieht aus, als wäre hier ein Gegenstand über den Boden geschleift worden. Trittspuren im eigentlichen Sinne sind nicht zu erkennen. Irgendetwas wurde über den Boden geschleift. Doch ihr erkennt keine Fußspuren.
Was könnte das sein? Nach einiger Zeit häufen sich am Boden und in den Zweigen klebrige Fäden. Offensichtlich Teile eines Spinnennetzes. Verdammt. Schaut euch das an. Verdammt, Spinnen! Ihr erreicht ein kleines, tief eingeschnittenes Tal, dessen Eingang von einem riesigen Spinnennetz versperrt ist. Im Hintergrund erkennt ihr eine Höhle. Spinnen sind nicht zu sehen. Wollt ihr? Eine Höhle dort. Schaut. Ha, hinter diesem Spinnennetz. Was denkt ihr? Spinnen können übel sein. Besonders die großen, giftigen. Ja, aber die schleppen einiges. Einiges Wertvolles vielleicht sogar in ihre Höhlen. Wir sollten uns die Höhle zumindest einmal anschauen. Clarissa, denkst du? Na, von mir aus. So, lasst mal Grumm vor. Eine Höhle, tatsächlich. In jede Richtung. Gehen wir erstmal rechts herum. Hier geht's durch. Aber wir bräuchten eigentlich einen Dietrich noch. Ne? So ein Ersatz-Dietrich. Ein Kultist? Seid ihr euch dessen sicher? Dass es nur ein Kultist ist? Ich kann's noch nicht wirklich glauben. Wartet mal, wenn das ein Kultist ist, dann so. Ja. Bleib mal. Ja, geh mal. Was weiß ich hier hin. Aber ich denke, dass wahrscheinlich über kurz oder lang werden noch mehr erscheinen. So, Bulwei. Wartet hier auch mal auf ausgeglichen. Vielleicht sollten wir sogar, um ehrlich zu sein, ja, Ariel, du hast Traumangst, ne? Vielleicht sollten wir sogar hier vorne bleiben, ne? Mit Grumm. Aber es können wir eigentlich nachher dann auch noch aufnehmen, ne? Du kannst eigentlich noch so rum. So, Dex stellt sich mal hier hin. Ja, du kannst sogar schon drauf. Nee, du kannst. Ach nee. Ich hab vergessen. Entschuldigung. Hab's echt vergessen. So. Ja, hau drauf. Klappt wieder hervorragend. Ariel, versuch mal hier dein Glück. Du sollst dein Glück versuchen. Danke. Ach, das ist super. Wow. Sogar getroffen. Wahnsinn. Alles gut, der ist... Ja. Ja. So, Rockloff bleibt mal stehen. Dex... Oh, gar nicht so schlecht, ne? So, ich gehe mal auf aggressiv hier. Damit die auch was treffen, wollte ich sagen, aber okay. Grom, los. Sehr schön. Ah, nee, trifft kaum. Komm, Dex. Schade. Ja! Achso, ich könnte ja ein bisschen Pfeile sparen lassen. Ist vielleicht ganz günstig gut.
pariert. Bitteschön. Kommen wir denn da hin? So, Rockloff gibt dem jetzt den Rest. Das wäre es jetzt. Hat sich hier hingestellt. Aber er hat es nicht ganz geschafft. Schade, ne? Das wäre es jetzt noch gewesen. Oder wartet mal. Ariel. Hier hin? So sieht's aus. Ja, mit einem Kultisten, da kommen wir noch zur Rand, ne? Ist bestimmt auch wieder so ein namenlos. Oh, Moment. Wir haben mal ein Gift. Wir haben ein... Hier, Rockloff, nimm du. Wär dir wahnsinnig. Hier, bekommst noch das Messer. Ja, lass erst mal hier drin, es geht. So, Rockloff, das ist ein Gift. Was ist denn das für ein Gift? Gelangt das Gift durch einen Waffentreffer in die Blutbahn des Gegners, so wird es nach der Verzögerung bei einem längeren Zeitraum gelähmt. Mhm, schön. Also wir könnten jetzt eine Waffe vergiften, ne? Also wenn ich das jetzt theoretisch jetzt Pulver gäbe... Sag mal, wenn ich jetzt das hier hin... Ah, nee. Und du? Du bist sowieso blöd drauf. Dann könnte ich es auch dir geben. Und dann könntest du das auch vergiften, ne? Geht es? Kann das jeder? Ja, dann lass mal drin. Ich meine, wenn man ja mal irgendwie... Ne, irgendwie was... Ich weiß nicht, ob man das während des Kampfes machen kann. Man kann ja hier vieles... während des Kampfes nicht machen, was ja schon schlimm genug ist, ne? Was ja jetzt schon schlimm genug ist. So, wir können weiter. Kultisten. Aha. Na gut, dass die Türen auf sind. Oh, na da kommt 100% hier ein Kampf. Kisten. 2. Sei vorsichtig! Bin ich ja. Oh, ich bin gespannt. Ein Braius-Amulett. Braius ist ja... Hier. Ach, jetzt haben sie wieder... Eine rote Robe. Schaut euch die Roben an. Scheinen Kultisten vielleicht zu sein. Könnte ich mir vorstellen. Vielleicht höherwertige. Mir wäre es lieber, wenn hier ein paar Goldstücke drin wären. Mir auch. Mir wirklich auch. Ja. Uns allen. Also, sogar mir. So. Schauen wir mal. Hier führt eine Leiter in die Tiefe. Wollt ihr? Moment, eine Leiter. Ah, lass uns erstmal oben bleiben. Ja, ist vielleicht besser. Ist ja super. Aber Braius. Hatte nicht Braius auch was irgendwie mit dem Namenlosen zu tun? Weiß das jemand von euch? Dass der sich irgendwas in was verwandelt hat und dann mit dem Namen... Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas war da, aber fragt mich nicht. Ach, der kann schon nicht mehr. Dann gehen wir es erstmal und werden dann mal den Esel... Ach so, halt, den Esel können wir nicht beladen. Stimmt, den haben wir ja vor der Höhle gelassen. Ja, das geht natürlich dann nicht, ne? So, dann müssen wir schauen, wie wir das aufteilen. Oder wir müssen wieder vor die Höhle. Noch können wir ja. Vielleicht ist das Braius-Amulett ja magisch. Aber gerade die hier, die den Odem Arcanum hat,
oder? War das die nicht? Ja. Gerade die, die den Odem... Es ist doch so schade, dass Clarissa hier nicht den Odem Arcanum hat. Oder so schlecht ist vor allen Dingen. Im Odem Arcanum. Wartet mal. Achso, jetzt ist er nur durch das hier ist es so schlecht geworden. So, der nimmt dieses Praios-Amulett. Ob das so gut ist? Ich weiß es nicht. Bin mir jetzt nicht sicher, mein Freund. Wenn das Ding verflucht ist, was machst du dann? So, du bist volle Kanne. Aber volle Kanne, ne? So, schau mal weiter. Di-dai-do. Ah, dort ist eine verschlossene Tür. Ah, ich habe immer Angst, dass der Schlüssel abbricht. Wir probieren mal. Ulvoi! Ja, ich bin schon da. Na dann los! Upsa! Der erste Anlauf ist immer der schwerste. Na dann los, nochmal. Und hopp! Es funktioniert nicht. Los! Hopp! Hopp! Und auf drei! Drei! Ja, ich hab gedacht, du zählst von 1 bis... Ja, hat doch geklappt. Ja. Pulver ist der... Krumm ist der Biss. Wow, das ist ja ganz schön verzweigt. Spinnen! Ja, die können wir auch... Die kann ich im Schnelldurchlauf machen, ne? Oder nee, die schneide ich euch ganz raus. So, hier bitte schön. Was haben wir denn hier? Übrigens war Clarissa vergiftet... Deswegen musste ich ihr ein Klarumbum-Bum-Bum-Bum um die Ohren hauen. Und was haben wir hier? Ein Kristall? Was machen wir denn mit den Kristallen? Wollen wir schauen. Vibriert leicht und hat etwas Unheiliges an sich. Ich weiß nicht recht. Irgendwie, sollten wir die Kristalle mitnehmen? Mir ist nicht wohl, wenn ich sie in meinem Rucksack habe. Kristalle, vielleicht sind sie ja was wert. Es ist nicht immer so, dass etwas Kristallenscheinendes was wert ist. Nicht immer. Ja, da ist recht, Rogloff. Jetzt sagen wir, machen wir heute Schluss. Und dann erkunden wir die Höhle weiter. Ja, was es jetzt natürlich mit diesen blöden Kristallen da auf sich hat. Ich meine, unheilig, ne? Eieieiei, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut, sag ich ruhig. Ich sag mal, ciao. Das ist nicht gut.